Was wir auch aus dem Hadith entnehmen, ist eine ganz interessante Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich kenne ein Wort, wenn er dies sagt, dann wird das, was er empfindet, verschwinden. A'udhu billahi min shaitan rajim. Und dann sagten die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu diesem Mann, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zu dir, du sollst so und so sagen. Haben sie das, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wortwörtlich weitergegeben? Nein, haben sie nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich kenne ein Wort, wenn er das sagt, wenn er das sagen würde, würde das verschwinden, was er fühlt. Dann sind sie zu ihm gegangen und haben gesagt, der Prophet sagt, sag so und so. Es ist nicht eins zu eins dasselbe. Das zeigt uns, dass es erlaubt ist, die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam inhaltsgemäß zu tradieren. Für den Alim. Das heißt, der die sprachlichen Faktoren kennt, die feinen Unterschiede kennt und so weiter. Der darf die Ahadith in ihrer Bedeutung, bedeutungsgemäß überliefern. Reliable Ma'na nennt man das. Ist hier gemeint, lediglich diese Formel auszusprechen? Ja. Immer wenn die Rede davon ist, etwas zu sagen, ist nie damit einfach nur die verbale Handlung damit gemeint. Damit ist immer gemeint, etwas auszusprechen, während man sich bewusst ist über seine Bedeutung, aufrichtig ist und in voller Überzeugung des Inhalts, über den Inhalt, diese Worte spricht. Der Autor hat den Hadith ein bisschen abgekürzt. Denn in der Überlieferung heißt es, dass die Person dann sagte, als man ihm das sagte, sagte er, ja, sehe ich denn geisteskrank aus? Bin ich gestört oder bin ich behindert, wie man sagen würde? Er hat diese Worte gesagt, dass wenn das Mu'adh ibn Jabal war, dann gehen wir davon aus, dass er in einer extremen Art von Zorn war, indem er die Selbstbeherrschung verloren hatte. Denn sowas zu den Aussagen des Propheten zu sagen, ist schon sehr grob. Also das beinhaltet eine Grobheit und eine harsche Aussage. Nein, tayyib. Diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam lehnt sich an einen Vers aus dem Koran, in dem Allah Ta'ala sagt: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi innahu samii'un 'aliim." In einer anderen Sura heißt es: "Innahu huwas samii'ul 'aliim." Und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht oder Schutz bei Allah, denn er ist allwissend oder allhörend und allwissend.